Yay, blauer Klecks. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auf YouTube seht, aber da unten ist ein blauer Klecks. Und jetzt ein weißer. Machen wir nochmal blau drüber. Ich mag blau lieber wie weiß. Bäm. Und nochmal blau, dann ist das Weiß ganz weg. Yay! Ich bin happy. Die Taubenspieße finde ich toll. Ruckel, ruckel. Na? Huch. Boah. Hier ist es schlimm. Blaue Pfoten, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah. Awesome! Wir können auch um den Teppich kratzen. Hat keinen Benefit, aber wir können es machen. Hier auch. Da gibt es leider nicht wirklich was zu entdecken für uns. Habe ich schon ausgekundschaftet. Wir können auch leider nichts vom Tisch werfen. Schon wieder. Ich frag mich, was das ist. Lass mal kurz durchs Wasser. Da kann ich durchs Wasser laufen. Ja, ich habe jetzt meine Pfoten dreckig gemacht vorhin. So strange. Und ein bisschen gruselig. Gut. Wir gehen mal weiter. Ups. Zum Glück ist der einmal leer. Das hin? Das fällt mir jetzt erst auf. Es hat überhaupt gar keinen Weg, irgendwo hinzugehen. Randale! Ich habe ihn umgebracht. Und hier habe ich aufgehört zu spielen. Ich war so schockiert, weil ich den Roboter umgebracht habe. Ich habe aufgehört zu spielen. Nein, ich habe einfach aufgehört, weil ich gesehen habe, was ich sehen wollte. Und dachte mir, machen einfach mal weiter jetzt. Das ist die, ah! Ich wollte gerade sagen, das ist die Frage, wo geht's weiter?
RT. Ja, gut, das war, weiß ich ja. Ah! Hilfe! Hilfe! Headcrabs! Headcrab-Babys! Hilfe! Alter! Die sind ja schlimmer wie Ratten! Hilfe! Geht weg, geht weg! Hilfe! Ah! In die Pfuipe! Ich glaube, ich mache das Fadenkreuz raus. Ja gut, das weiß ich ja schon, dass das beeinflusse. Weil das macht eigentlich, das Fadenkreuz macht hauptsächlich Sinn im First Person. Ja, wir haben hier ja kein First Person. Ich finde es doof, dass es in Cutscene auch da ist. Hallo? Na, ich muss vermutlich da hoch. Lass mich doch da hoch. Ist vermutlich darüber, oder? Nicht darüber. Da? Oh, heißt das Ramen? Oh. Könnte ich jetzt auch essen? So eine richtige, schöne Schale. Wow. Ramen. Ich muss dahin. Ich guck mal kurz. Ist echt schade, dass wir keine Secrets oder sowas haben. Oder ich bin einfach zu blind und sehe sie nicht, falls wir welche hätten. Man hört ihn nicht. Auf der leisesten Stufe, die ich habe. Stellen wir auf den Boden. Also mir sind meine Füße warm. Kalt. Sagen wir mal so. Dann bläst er mir nicht so ins Mikrofon. Ich mit dem Ball was machen. Ja, halt Physics, ne? Na? Na? Da hoch? Es sind überall diese Dinger. Ich kann nichts machen.
hast du nur eine Waschküche. Hast du gerade einen Schwanz geomert? Wo geht's hin? Nach der Waschküche? Ah! Warum soll ich hier miauen? Ich kann ja aber nur runterspringen. Farbe und Kassettenrekorder. Spiel, was möchtest du denn von mir? Oder kann ich die... Ach so. Ja. Klar. Soll ich darüber oder darüber? Könnte ich darüber? Nö. Das würde mir auch nichts bringen. So. Möchte ich da runter? Also manchmal klingt die nicht so begeistert, wenn ich irgendwo runterspringe. Sieht aber so aus, als wäre ich richtig. Hier ist wieder eine Kamera. Aber auch ein Pech. Und nur? Darüber? Nee. Ich muss an das Brett. Okay. Schon eine schlaue Katze, ne? Ist schlauer wie ich. Schlauer als wie ich. Ständig macht jemand das Licht aus, wenn ich richtig gelaufen bin. Gut, wir müssen ja Strom sparen, ne? Ich meine, Energiekrise und so. Okay. Geh erstmal dahin. Da sind Dinger, Taubenstacheln. Ist halt die Frage. Ich wollte gerade sagen, wie sich frage, wie soll ich denn da langkommen? How convenient.
Da ist ein Catboy oder Catgirl. Ich setze mich mal kurz. So anstrengend. Auf die Ohren manchmal so zucken. Ist voll, also voll das schöne Katzenmodell. Ich meine, wenn eine Katze dein Protagonist ist, solltest du dir auch ganz viel Mühe beim Modellieren geben. Ist so süß. Ganz schön schwatzhaft. Entschuldigung. Menno. Ich versuche hier zu kommunizieren. Ich fühle mich alleine. Ich bin doch so einsam. Huch. Entschuldigung. Jetzt hier weiter? Ah ja. Brauche Bestätigung. Alter, so hoch. Oh. Entschuldigung. Hallo. Ich bin da. Wer noch? Wer weist mir denn hier den Weg zu Ramen? Ich hoffe, ich krieg dann auch eine Schale. Schon sehr anstrengend. Was ist das denn? Ah ja. Muss ich die mitnehmen? Ich kann sie mitnehmen. Oder auch nicht? Ach so. Kann direkt dahin. Achtung, Taubenstachel. Die Wohnung. Wo ist meine Batterie? Die ist weg. Na gut, dass ich sie mitgenommen habe. Da ist eine Kuh. Entschuldigung. Ein cooles Bild. Das da. Hier rechts. Und ein Zertifikat. WC 99 Campus Affiliated Institution. Walled City 99 International University. To all... Ich habe doch ein Zoom-Ding, ne? Da. Muss ich vielleicht ein Stück weggehen. Entschuldigung. Noch ein Stück weggehen. To all whom these letters shall come greeting. FNAT Science and Tech Institute. Was für eine Science? It is hereby certified that the above has... Was? Das satisfactorily, irgendwie sowas, completed the requirements established by the board of directors and therefore is granted the status of WC 99 campus affiliated institution together with our rights, honor and dignity Partitioned to the award given at Walled City 99, signed and sealed this Tuesday 15/21/89. 21/89, okay. Klo.
Mensch, das ist mal eine Bude. Da würde ich auch sofort einziehen. Und alle haben diese... diese Vorhänge. Festplatte und... was ist das denn? Soll das ein Motherboard sein? Sind auf jeden Fall, da ist ein DVI-Anschluss, glaube ich, dran. Das ist für... ach, ist das Komponenten- oder Composite-Kabel? Ich kann mir das alles nicht merken. Ach, Teppich! Ach, Gott sei Dank! Mensch! Nach all dem muss man meine Krallen ein bisschen dingsen. Brauch Hilfe. Ich brauche was zu essen. Plea Metallic? Da oben ist ein Loch. Da kann ich rein. Warum? Da denkt man immer so, oh, das sieht voll nach Secret aus. Dann ist es aber im Endeffekt nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Sommer, Sonne, Strand, Karibik. Daten korrumpiert, brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Durch Tür gehen. Das letzte konnte ich gerade nicht lesen. Kriege ich nochmal gezeigt? Ah, einschalten, Körper finden. Durch Tür gehen? Welche Tür war denn das jetzt? Die Tür. Hallo, ich soll einen Körper suchen.